Alles begann mit dem Schmieden der großen Ringe. Drei wurden den Elben gegeben, unsterblich und die weisesten und reinsten aller Lebewesen. Sieben den Zwergenherrschern, großen Bergleuten und geschickten Handwerkern in ihren Hallen aus Stein. Und neun Ringe wurden den Menschen geschenkt, die vor allem anderen nach Macht streben. Denn diese Ringe bergen die Stärke und den Willen, jedes Volk zu leiten. Doch sie wurden alle betrogen, denn es wurde noch ein Ring gefertigt. Im Lande Mordor, im Feuer des Schicksalsberges, schmiedete der dunkle Herrscher Sauron heimlich einen Meisterring, um alle anderen zu beherrschen. Ein Ring, sie zu knechten. Doch einige leisteten Widerstand. Ein letztes Bündnis von Elben und Menschen zog in die Schlacht gegen Mordor und kämpfte an den Hängen des Schicksalsberges für die Freiheit Mittelerdes. Was geht ab, Leute? Ich begrüße euch zu Folge 21 des Sommerferien-Specials und zu Lego der Herr der Ringe. So, es ist ein Spiel, was ich eigentlich meistens zu zweit spiele, also mit meiner Freundin. Und generell, die Lego-Spiele machen mir mega viel Spaß. Aber ich habe sie noch nie so richtig alleine gespielt. Aber ich wollte euch einfach mal zeigen, weil ich finde sie immer mega witzig gemacht. Und sie machen auch Spaß. Sie sind auf jeden Fall nichts, wo man sagen muss, das ist nur für Kinder oder so. Und ja. Deswegen. Ihr seht, wir haben ja den Auftrag. Wir müssen 5 von denen mit dieser Standarte umbringen. Davon haben wir jetzt 5. Und jetzt müssen wir nochmal 3 von denen umbringen. So, das haben wir auch gut geschafft. Da kommt noch ein Herz bei raus. Das ist auch immer willkommen. Da ist der nächste, den wir umbringen müssen. So, ich spiele das Ganze mit Controller. Also es könnte sein, dass ihr ab und zu ein bisschen klicken hört. So, wir können auch den Charakter wechseln. Also wir können zwischen Isildur, Elendil und wahrscheinlich auch zwischen Elrond. Genau, Elrond aus dem zweiten Zeitalter. Können wir wechseln. Die können jetzt, glaube ich, auch noch nichts Besonderes. Also es wird im Laufe des Spiels ab und zu auch noch Charaktere geben, die auch ein bisschen was Spezielleres können. Genau, halte Y gedrückt und wir sollen Isildur nehmen. Weil Isildurs Schwert diese Objekte kaputt machen kann. Also ich zeige es euch kurz. Moment. Ich wechsle jetzt. So, das bringt gar nichts auf einzuschlagen. Aber der hat ein spezielles Schwert. Und ja, und damit kann er es kaputt machen. Ja, das müsste Nasil sein. Also es ist ein bisschen laut, oder Leute? So. Achso, ich muss es natürlich da unten annehmen. So, fortsetzen. Also ich fand es gerade ein bisschen laut. Ich weiß nicht, ich hoffe, dass es in der Aufnahme okay ist. So. Wir haben es geschafft, vielleicht. Die Macht des Ringes konnte nicht gebrochen werden. Wir haben den ersten Checkpoint geschafft. Hier kann man auch nochmal speichern, wenn man will. So, und jetzt dürfen wir gegen Sauron kämpfen.
Okay, okay. Aber ich treffe ihn nicht wirklich. Muss aber auch sagen, ich finde die Kamera gerade extrem blöd. Irgendwie. Ach toll, ich muss... das muss wieder er machen. Er muss wieder mit seinem Superschwert draufschlagen. Jawohl. Und wie das so oft ist, müssen wir es natürlich dreimal kaputt, also schaffen. So. Und ihr seht zum Beispiel jetzt da hinten, das da. Das kriege ich auch nicht kaputt. Man ist in dem Spiel eigentlich im Grunde genommen darauf angewiesen, dass man Level mehrfach spielt, wenn man alles freischalten möchte. Und man ist auch darauf angewiesen, dass man manche Level erst dann nochmal spielt, wenn man praktisch komplett durch ist, dass man es also wenn man alle Charaktere hat. So, jetzt habe ich aber hier langsam das Problem, dass ich nur noch zwei Herzen habe. Aber ich muss ja ein bisschen näher kommen, damit er auf den Boden haut. So, jetzt habe ich aber trotzdem nochmal Schaden bekommen. Okay, aber da sind Herzen. Komm zu mir. Jawohl. Der hat auch nochmal ein Herz. Jetzt haben wir wieder vier Herzen. Sehr gut. Okay, also der Attacke weiche ich irgendwie nicht so geschickt aus. Das ist jetzt wieder... Oh. Nein. Aua, aua, aua. Okay, aber ich kann auch an der Kameraführung so nichts ändern. Ich bin ihm jetzt halt voll ins Gesicht gesprungen. Ja, der kleine Vulkan, gegen den kann ich auch nicht so viel machen. Ja, jetzt komm doch her. Komm, schlag doch mal richtig. Also nicht so, sondern dass deine Waffe im Boden steckt. Hast du gerade deinen eigenen Ork umgebracht? So. Und damit haben wir alle drei geschafft. Folge mir. So. Mit dem halb kaputten Schwert. So. Aber hier sind viele Sachen, die können wir, glaube ich, wirklich nicht kaputt machen. So. Super, machen wir das. So, und weil Isildur ja jetzt das Schwert seines Vaters hat, kann jetzt Isildur die Sachen kaputt machen. Die so rot leuchten. Ja, aber ich will trotzdem gerade ein bisschen mit Elrond spielen. So, der teilt auch echt gut aus. Okay. Ah, 1 von 5. Also das ist wieder sowas, das man sammeln müsste, wenn man jetzt praktisch alles freischalten will für dieses Level. Da könnt ihr mir auch mal sagen, also wenn ihr Bock drauf habt, Leute, das Spiel öfter zu sehen, also ich kann das natürlich ab und zu bringen, dann könnt ihr mir auch direkt dazu sagen, ob wir gucken sollen, beim ersten Durchlauf möglichst schon alles freizuschalten. Oder ob ihr eher dann der Meinung seid, ja, nee, wenn wir eh nicht alles frei bekommen, dann macht das ja gar, also dann lohnt sich das ja nicht, ne? So. Hast du super gemacht. Da haben wir auch schon 2 von 5. Muss mal gucken. Der müsste das kaputt bekommen, ne? Jo.
So, 1 von 10. Das heißt, das ist auch nochmal was zum Sammeln, Leute. So. Ihr könnt mir mal sagen, wer von euch hat noch nie ein Lego-Spiel gespielt? Das würde mich echt mal interessieren, weil es gibt so viele. Das ist unglaublich. Also, klar, Harry Potter, Herr der Ringe, Hobbit. Wobei Hobbit war ein bisschen enttäuschend, weil eigentlich hieß es, sobald der zweite... Also, man konnte das Spiel kaufen, da gab es nur den ersten Teil. Und dann hieß es, sobald der zweite Teil vom Hobbit ins Kino kommt, kriegen wir den zweiten Teil dann praktisch als Download bereitgestellt. Aber dazu kam es nie. Das heißt, man hat im Endeffekt ein nicht fertiges Spiel zu Hause. Man hat das erste Drittel von einem Spiel zu Hause und hat auch nicht die Erwartung, dass es irgendwie sich nochmal ändern wird. So, wahre Abenteurer heißt, wir haben genug Münzen gesammelt. Wirf ihn ins Feuer. Das ist auch ein Ziel pro Level. Genügend Münzen. Vernichte ihn! Nein. Isildur! Doch die Herzen der Menschen sind leicht zu verführen. Und der Ring der Macht besitzt einen eigenen Willen. Er verriet Isildur und brachte ihm den Tod. Und was nicht in Vergessenheit hätte geraten dürfen, ging verloren. Und 2500 Jahre lang wusste niemand mehr um den Ring. Bis... Der Ring geriet dem Geschöpf Gollum in die Hände, der ihn tief hinein in das Nebelgebirge trug. 500 Jahre lang vergiftete er dessen Verstand. Doch dann geschah etwas, was der Ring nicht beabsichtigt hatte. Er wurde von dem unwahrscheinlichsten Geschöpf gefunden, das man sich vorstellen kann. Was ist das? Von einem Hobbit, Bilbo Beutlin aus dem Auenland. Ein Ring. Das war der Prolog, Leute. Und jetzt sehen wir auch kurz, was man so alles freischaltet. Elendil, Isildur, Elrond aus dem zweiten Zeitalter muss man freikaufen. Und das andere müsste wahrscheinlich auch noch Isildur mit der halb abgebrochenen Klinge sein. Wir haben genügend Münzen gesammelt für den wahren Abenteuer. Also viel ist es jetzt natürlich noch nicht, aber es sind immerhin 33.250, die wir bisher haben. Wir haben nur eine Kiste gefunden. Joa. Das heißt, Level abgeschlossen gibt einen Stein, wahrer Abenteurer gibt einen Stein. Ansonsten haben wir nichts geschafft. So, Leute. Jetzt könnt ihr mir gerne mal sagen... Habt ihr Bock drauf, dass wir das weiterspielen? Oder habt ihr Bock drauf, generell Lego-Spiele zu spielen? Also ich habe eine relativ große Auswahl an Lego-Spielen sogar zu Hause liegen. Ja, lasst es mich wissen und bis zum nächsten Mal. Euer Ludico.